glänzen, kann er uns auch heute wieder begeistern. Wir werden es erleben. Live. Liebe Zuschauer, ich grüße Sie recht herzlich hier oben von den Kommentatorenplätzen. Mein Name ist nicht Frank Buschmann. Und mein Name ist nicht Wolf Fuß. Ich bin Frank Buschmann und gleich kann es losgehen. Viele Spiele sind es nicht mehr bis zum Ende dieser Saison. Und trotzdem bekommen wir heute nochmal ein Spitzenspiel präsentiert. 1-3. Klasse Defensivleistung zuletzt bei den Gästen. Also da sind sie bislang richtig stark. Ja, die sind wirklich stark und wenn sie das auch heute wieder zeigen können, dann haben sie hier beste Chancen. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, ne, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch. Können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. So, jetzt wissen wir ja, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Schauen wir auf die Formation. Wird ein 3-4-3 heute bei Ihnen? Ja. Das auch noch sehr offensiv ausgerichtet. Nicht nur die erste Linie, auch das Mittelfeld steht hoch. Und jetzt geht's los. Und da ist der Ball wieder weg. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt haben sie den Ball verloren. Der Ball ist im Aus, es gibt Ecke. So, Ecke kommt. Marvin Potzmann. Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Gut abgefangen, dieser Ball. Knasmüllner. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Deniala. Knasmüllner. Im Moment kommen sie nicht richtig. Chance zur Führung. Im eigenen Strafraum geht er da recht rustikal zur Sache. Aber der Schiri deutet an, weiterspielen. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Super dazwischen gegangen. Er zieht ab. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen.
Die Ecke kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Hereingabe. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Sie haben den Ball. Durchatmen. Ja, da standen sie mächtig unter Druck. Was für eine Szene. Der Alu-Treffer, da hat nicht viel gefehlt. Bei diesem Alu-Treffer lag die Führung in der Luft. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Schönes Zuspiel. Schuss! Da war er mit den Fingerspitzen dran. Fans sind da, sie hoffen auf diese Ecke. Im Moment machen sie richtig Druck. Ecke kommt rein. Er trifft die Latte. Was für eine Chance. Wenn er die Wiederholung sieht, dann wird er sich noch mehr ärgern. Ja, das glaube ich auch. Da kommt der Eckball klasse rein. Und dann kann man schon erwarten, dass er diese Möglichkeit besser nutzt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Er kommt hier mit dem Kopf dran, aber nicht präzise genug. Der Ball vielleicht einen Tick zu hoch, dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Denialer. Klasse Zuspiel. Spielt er den Ball in den Strafraum? Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Die Ecke kommt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Jetzt die Flanke. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Die Möglichkeit zu flanken. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Gar keine schlechte Gelegenheit eben, sieht man ja hier in der Wiederholung auch nochmal. Er setzt sich hier im Strafraum gut durch, aber das Tor trifft er trotzdem nicht. Der Ball kommt rein. Knasmüllner. Nee, nicht drin. Was für eine Chance. Schöner, platzierter Ball, aber nicht platziert genug. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Da können sie erstmal klären. Es gibt Ecke. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Da hat er nicht gut gezielt bei diesem Kopfball. Jetzt der Eckball. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da kommt der Schuss. Da kann er klären, gut aufgepasst. Knasmüllner. Denialer. Marvin Potzmann. Denialer.
Jetzt schießt er. Stark vom Torhüter. Und Ecke. Ecke kommt. Latte, aber Wahnsinn! Er kann hier kurz vor der Linie klären. Eine super Aktion, das hat er richtig gut gemacht. Da kommt der Schuss. Den hat er super gehalten. Und Eckstoß. Und genau wegen solcher Situationen haben wir die Torlinientechnik, Buschi. Oh ja, das war knapp, aber kein Tor und damit richtig entschieden. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Knasmüllner. Da haben sie jetzt Platz. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Sauber vom Ball getrennt hier. Und da ist der Ball wieder weg. Und es gibt noch eine Zugabe. 4 Minuten Nachspielzeit. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Er schießt. Weiter gefährlich. Deniala. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Seine Zuspiele kommen heute eigentlich extrem gut. Der hier ist eine echte Ausnahme. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Ist das eng hier. Unentschieden steht's. Bisher haben sie hier kein Gegentor kassiert. Sieht defensiv sehr gut aus. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Jetzt kann er flanken. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Das könnte gefährlich werden. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Da ist Platz. Da kommt die Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt der Schuss. Kein guter Abschluss hier. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Deniala. Knasmüllner. Jetzt vielleicht. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Ein neuer Mann kommt in die Partie. Es gibt jetzt eine Auswechslung bei Rapid Wien. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Das könnte die Chance werden. Knasmüllner. Boli Bolingoli.
Joso Simunovic. Philipp Schobesberger. Deniala. Und damit sind sie am Ball. Tolles Zuspiel. Jetzt die Flanke. Wird das jetzt? Macht er ihn. Der Abschluss war nicht besonders. Das Spiel weiter ausgeglichen. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Hereingabe. Da können sie erstmal klären. Knasmüllner. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Super. Das gibt Freistoß. Klare Angelegenheit. Boli Bolingoli. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Die Fans sind nicht zufrieden, aber ich kann die Spieler natürlich verstehen. Die haben es hier halt einfach nicht mehr eilig. Das ist nicht wirklich schön, aber man kann es ihnen nicht verübeln. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Der Ball abgefälscht vom Schiedsrichter, unglücklich, aber es geht weiter. Der landet beim Keeper. Da hat er den Ball. Jetzt wird's gefährlich. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Da kann er sich den Ball holen. Schaffen sie hier noch den Sieg? Die Fans glauben dran. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Schöner Steilpass. Ball kommt rein. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Jetzt kann er flanken. Man spürt richtig, wie die aufatmen. Endlich das Tor. Ja, lange mussten sie warten. Die ganze Zeit angerannt, vergeblich. Und jetzt natürlich nach diesem Treffer Riesenjubel. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zu Recht feiern. Hier also nochmal der Kopfballtreffer in der Wiederholung. Da setzt er sich überzeugend durch, kommt an den Ball und schon klingelt es im Kasten. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um.
Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Christopher Deborn. Knas Müllner. Philipp Schobesberger. Regulär sind es noch 7 Minuten. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an. Christopher Deborn. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Und jetzt der Schuss. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Das könnte die letzte Chance auf den Ausgleich sein. Klasse abgefangen, die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Super Aktion, gut geklärt. Fängt diesen Ball ab. Und jetzt der Schuss. Und er trifft. Das Tor geht absolut in Ordnung. Sie bauen damit ihre Führung aus. Zweifellos verdient. Den musst du erstmal so machen. Schlenzer in den Winkel, perfekter Abschluss. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Jetzt steht es 2-0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. So, das ist der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Gutes Ergebnis, vorne die Dinger gemacht und hinten zu null, passt. Das war eine konzentrierte Mannschaftsleistung, Gratulation. Die Gäste heute mit einer klasse Leistung, die 3 Punkte haben sie sich verdient. Ja, sie sind hier ohne Gegentor geblieben. Kompliment.